damit sind wir dann wieder vollständig. Wir buffen uns erstmal wieder durch. Zack. Fast wieder oben, ohne dass wir groß was gemacht haben. Vor allem resistet dieses blöde Drecksvieh halt auch schon wieder. Wir haben auch unseren Wichtel noch gar nicht beschworen, fällt mir gerade ein. Machen wir das mal lieber. Der macht ja auch nicht ganz unerheblichen Schaden. Ab und zu, wenn er denn gerade Lust hat, zumindest. So, und jetzt nochmal den Boss und diesmal wird er umfallen. Nehme ich mal stark an. Sieht zumindest gut aus. Und zack, da ist er tot. Rüstung des Giftzahns. Was, wieder was Nettes. Und damit Kratz an Cumulus. Die Edelsteinquests haben wir jetzt nicht. Die gibt es nämlich in Okremar auch erst als Folgequest. Nicht in Okremar, in Donnerfels als Folgequest. Wahrscheinlich hier der Leader scheint immer so ein paar Bugs zu haben. Das scheint aber serverseitig zu sein. Das Ganze. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Da wurde auch schon gepult. Gehen wir lieber um die Ecke, bevor wir uns hinaus liegen. Wollen wir das mal verhindern. So, und da war es nur noch ein Boss. Beziehungsweise zwei Bosse, die stehen aber nur ganz eng beieinander. Und dann das Abschlussevent. Aber es kann sein, dass das Abschlussevent nicht so ganz funktioniert. Das habe ich zumindest so ein bisschen gerade so verstanden. Dann müssen wir gleich mal sehen. Ich hoffe ja, dass es zumindest weitestgehend funktioniert, dass ihr das mal sehen könnt. Gerade die, die das eben nicht mehr so kennen. Weil oft wird es im Dungeon Browser auch einfach nicht mehr gemacht. Weil da teilweise keine Lust mehr drauf ist oder was weiß ich. Ach nee, Quatsch, es kommt noch ein Boss. Den haben wir ganz vergessen. Crash kommt ja noch. Crash oder das Gash oder also diese Donner-Echse auf jeden Fall. So, hier versuchen wir irgendwie nochmal an dieses blöde Schlangenflaum-Ding zu kommen. Da ist es. So. Geschafft. Zack. Sehr schön. Damit sind wir fertig mit der Schlangenflonquest. Hat jemand gerade ein Level-Up gehabt? EZ dazu. Gepult wird hier auf jeden Fall ziemlich gut, muss ich sagen. So, das mit dem um die Ecke pullen, das klappt ziemlich gut. Wir hatten wieder auf den Mietens, auf den Druiden ein. Da haben wir immer gut was zu tun. Damit die eben möglichst schnell mit diesen Giftzahn formen gehen und sich heilen können. Ja, eine halbe Gruppe näher am Endboss. Was ja auch ganz besonders ist in dieser Instanz, ist, dass hier halt relativ viele von diesen Truhen rumstehen, wo halt dann mal so ein bisschen Zusatzloot drin ist. Das ist auch immer eine ganz nette Sache. Oh, da haben wir Akku gezogen. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann pullen wir alles durch. Docken wir alles durch.
Wenn wir den Mana dazu hätten, würden wir alles durchdotten. So, mein Mana ist niedrig. Jetzt schlafen wir erstmal wieder, da können wir Mana recken. Oh, die 12 Sekunden oder 17 Sekunden Schlaf teilweise, die sind dann echt so ein bisschen kraus. Davon dann auch. Die brauchen wir nicht. Wir müssen jetzt, glaube ich, gleich hier rechts hoch wieder. Wir müssen schon mal wieder regnen. Feuerregen! Tja, da ist unser Tank wieder gestorben. Da war ein bisschen voreilig. Und ich fürchte, keiner von unseren Druiden kann wirklich resen. So. Was liegt immer noch auf? Dieser Zauber ist noch nicht mehr recht. Was liegt immer noch auf? Machen wir uns schon mal unser Mana voll. Eben direkt porten können, wenn er reinkommt. Ja, Druiden können leider erst in, also im BC ganz normal gar nicht resen, sondern es gibt nur den Battle Res, den die Druiden haben. Und den lernen sie, meine ich, auch erst relativ, oder eine Ecke später, sprich irgend so im Level 30 Bereich. Deswegen warten wir jetzt mal ganz kurz. Dann ist nämlich unser Krieger wieder da, und dann können wir ihn einfach reinporten. Dadurch, dass das Portal jetzt ja auch innerhalb der Instanz so funktioniert. Eine ganz gute Sache. So, was stellt der Cumulus her? Kann man leider nicht einsehen. Schade. So, kurz Instruktion gegeben, dass unser Essen nicht verbrennt. Wir machen ein bisschen was Längeres. Und kurz, dass die gute Dara mal eben rüber geht in die Küche und guckt, nicht, dass da unser Braten verbrennt. So. Der ist da, dann können wir einmal Port durchcasten. Ritual der Beschwörung backt ja anscheinend auch so ein bisschen, dass es zweimal durchgecastet werden muss.
Oh, und da geht's auch schon weiter. Doch nicht oben lang, doch unten lang. Snoosen war sie gerade. Also nicht wundern. 2 Stunden lang kann sie den Snoosen dann noch nicht zurückhalten. 2 Stunden. Da vorne sieht man so eine kleine Nische, da wird gleich der Kampf gegen die Donnerechse stattfinden. Da sieht man schon das Gehege. Und wie heißt sie denn jetzt eigentlich? Skum heißt sie, nicht Skesh oder sowas. Oh, wie komme ich denn auf Skesh? Ach, wie auch immer. Sie heißt auf jeden Fall Skum. Das ist der richtige Name. Bewacht von 2 Druiden. Die wir zuerst ausschalten müssen. Oh, da habe ich ein bisschen zu früh gepult. Kalten wir sie mal um die Ecke. Kommen wir zum den, der hier so ein bisschen näher dran steht. Und während jetzt der umfällt, können wir noch so ein bisschen wieder live tabben. Dass wir gleich das Unmane haben. Schon wieder die Handschuhe des Giftzahns. Ich suche mal auch wie nicht recht gescheit, ne? Jetzt hätte ein Cumulus. Zum Beispiel 2 Teile vom Set, ne? Jetzt. Jetzt halt dazu. So, bei dieser Echse sollte man nicht so dicht beieinander stehen. Die laufen gerade so ein bisschen zur Seite, weil die castet Kettenhiebschläge. Das liegt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das liegt immer noch auf. Und dieses Gumm war dafür bekannt, vor allem weil er einen ziemlich schicken Aki-Umhang getroppt hat. Leuchtender Echsenschuppenumhang. Mhm, da ist er doch. 6 Agi, 2 Ausdauer. Brauchen wir jetzt nicht. War auf jeden Fall was ganz Schickes für Druiden oder hier eben Krieger. So, und jetzt ist es auch eigentlich gar nicht mehr so weit eben zu den Endbossen. Welcher soll ich hier im Kopf habe? Jetzt schlafen wir erstmal wieder, können wir kurz entspannen. Ein kurzer Moment der Entspannung. Da sinken wir im Traumland, auch mal ganz schön. Sonst ist das nicht mehr feuerregend zu machen, weil die kleinen Tiere sind fast tot, beziehungsweise sind jetzt tot. Hätten wir das auch. Was fehlt jetzt eigentlich noch? Es fehlen eigentlich nur noch 4 Deviat-Schreckensfangen. Gut, Mond soll gefiert werden, das machen wir. Da läuft er weg. Jetzt kriegen wir nur gerade Schädel nicht ins Target. So, da haben wir ihn. Da ist der Vieh auch schon vorbei. Gucken wir, dass wir den jetzt gleich wieder in 4 packen. So, da ist er weg. Verschwinde! Lauf ein bisschen wild durch die Gegend, da kannst du keinen wehtun bei. Oh, Ausgrabungsleiter, Axt. Eine Zweihand-Axt, wie ich das sehe. Ne, doch eine Zweihand-Axt. Eine ziemlich schnelle Zweihand-Axt. Deswegen war ich gerade etwas verdutzt. Dann können wir auch mal wieder so ein bisschen
Splitter sammeln wollte ich gerade, aber das ist uns wohl nicht vergönnt. Also hier vielleicht, jetzt kann das kleine Hand mehr sweepen. Falls wir nochmal porten müssen oder so, haben wir da direkt wieder den Splitter parat. Das liegt ja alles im Rahmen des Möglichen. Oh, da wird schon wieder gepult, obwohl kein Mana da ist. Aber wir haben ja zum Glück einen zweiten Druiden, der da mal ein bisschen heilen kann. Kann dann jeder so cool sein wie wir Hexer und Leben in Mana verwandeln. Da sind wir halt einfach die coolsten drin. Kann ich ja auch nichts für. Aber wir sind halt einfach, muss man halt auch einfach mal so sagen, wir sind halt auch einfach awesome als Hexer, ne? Ist halt auch leider so. Nichts gegen Nicht-Hexer, aber Hexer sind halt einfach awesome. Zumindest meistens. Der vorletzte, Deviat Schreckensfang. Dann fehlt nur noch einer. Und dann haben wir die Quest auch erledigt. Dann haben wir alle Quests abgeschlossen tatsächlich. Oder? Schlangenflamme haben wir fertig? Jawohl. Ja, dann haben wir vier dicke Quests zum Abgeben fertig. Und dann müssen wir auch mal wieder nach Donnerfels. Die Gelegenheit können wir dann direkt nutzen. Der spasse da gerade ein bisschen rum, weil er nicht casten darf. Und da sehe ich ja schon die letzte Deviat-Schreckensfang. Der letzte Deviat-Schreckensfang. Die Wolkenschlange. Wer weiß. Was können wir denn eigentlich als nächstes skillen? Teufelskonzentration. Auf jeden Fall eine ganz nette Sache. Das nächste Tier an Talenten wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Weil es da ein paar ziemlich starke Sachen einfach gibt. Erstmal wieder Live-Tabben, dann saugen. Nach vorne kommen wir auch dann endlich an diese berüchtigte Kante. Oh, jetzt haben wir Akro. So cool. Jetzt muss ich gerade mal was gucken. Gibt es hier eigentlich auch das, dass unser Ach ne, genau, das ist Lebensentzug. Und hat es jemand erwischt? Nein. Uns auch nicht. Wir sind sauber drüber gesprungen. Ein bisschen was hat man also immer noch im Kopf, ne? Wenn man das jetzt mit dem heutigen wieder vergleicht, also wie WoD jetzt im Moment im WoD zum Beispiel ist, da gibt es diese Kante an sich nicht mehr, beziehungsweise man hat nicht mehr dieses Risiko runterzufallen, denn diese Kante wurde ein bisschen verlängert, sodass man jetzt einfach runterlaufen kann, ohne dass was passiert. Das konnte man als Druide in mit Katzengestalt, mit Geschwindigkeit sowieso schon, aber alle anderen Klassen halt eben nicht. Oder als Schurke mit Sprint zum Beispiel. So, hier ist wieder unser Regen gefragt, glaube ich. Ich dachte, wir sind direkt. Sehr schön. Und da oben geht es dann schon zur Boss-Terrasse.
Ich nenne das jetzt mal Boss-Terrasse. Das ist der beste Name, der mir so einfällt. Erstmal wieder ein bisschen ausschreien. Ach so. Dieser Zauber ist noch nicht. Inventar ist voll. Gut. Hier oben ist das Bossplateau, da sieht man schon Lord Serpensis. Der letzte der vier Schlangenfürsten oder den Giftzahnlords. Und da drüben sieht man den anderen Boss. Der dann der ewig Lebende. Von dem sie anscheinend so ein bisschen die Kraft beziehen. So habe ich das zumindest verstanden. Der droppt einen relativ interessanten Casterstab. Ich glaube aber vor allem mit Willenskraft drauf. Deswegen für uns so mäßig interessant eher. Ich bin der Schlangenkönig. Ich kann alles tun. So, er pullt wieder nach hinten. Sehr gut. Dann haben wir schon gelegt, jawohl. Und der geht auch locker flockig down, der Kamerad, wenn eben keine Ads dabei sind. Zack, da ist er weg. Giftschlag. Einen Bogen hat er gedroppt.